Jo, ist es noch? Ah, aber es wird langsam Tag. Gut. Okay, wir wollen zu dem Kompass hier. Da sind wir 10 Stunden unterwegs, dann ist 3 Uhr. Mittags. So. Wir sind beim Kompass angekommen. Etrang und Tilly. Leute, hallo. Neben einem tiefen See stehen zwei Dörfler. Offenkundig atemlos, keuchen sie schwer und schauen nervös zu dir hoch, als du dich näherst. Hail and well met. Wenn du hier bist, wenn du zum Fischen hier bist, wie wir es waren, dann solltest du einen großen Bogen den Kompass machen. Die Frau, Zwergenfrau deutet nach Südosten. Ihr Begleiter schüttelt den Kopf. Da hier viele Schiffe an den Felsen zerschellen, dachten wir uns bei dem Wrack nicht viel, bis wir etwas hörten. Ein schreckliches Geräusch. Ich dachte, dass es vielleicht ein Überlebender sei, aber es war nicht mehr am Leben. Gut, er bewegte sich, aber richtig lebendig war er auch nicht. Sie schauderte, es war schrecklich. Was macht ihr beide hier draußen? Angeln natürlich. Aber ich habe meine Angel verloren, als ich einem dieser Monster den Kopf warf. Er seufzt. Wir hatten die Tidensee inspiziert und wollten unser Glück unten bei den Felsen probieren. Das hat uns den Schreck unseres Lebens eingebracht. Wir müssen hier mit unseren Netzen auskommen oder aber hungrig nach Hause gehen. Du sagtest, hier gibt es viele Schiffswracks. Die Frau nickt immer. Dieser Ort ist wunderschön, aber zu segeln gefährlich bis dort hinaus. Meistens beißen die Fische hier sehr ordentlich. Sie wischt sich über die Stirn. Ich glaube, nächstes Mal versuchen wir es weiter die Küste hoch. Was meinst du damit? Was habt ihr gesehen? Leichen, wandelnde Leichen. Egal, was der Grund dafür ist, wir wollen damit nichts zu tun haben. Vielleicht können wir noch was in diesen Tidenseen fangen. Und dann werden wir direkt nach Hause gehen. Leb wohl. Einen guten Moment, hast du das gehört? Von wo kommen sie? Von da. Xaurips. Oh. Okay, das wollte ich eigentlich nicht so haben, dass die Angler jetzt hier sterben. Von ein paar Xaurips getötet. Kann ich versuchen, sie zu retten? Indem ich meine Truppe da drüben aufstelle, während ich mit ihnen rede. Das wäre nett. Mhm. So. Ja, das kennen wir alles schon. Was macht ihr hier draußen? Schiffswracks, wie meinst du das? Leb wohl. Jawohl. Xaurips zum Kloppen. Nicht ins Zauberbuch gucken, den Zauber da benutzen. Und dann nochmal auf die hier. Jawohl. Das sieht schon besser aus. Bei den Göttern, was für eine Durcheinander. Danke für deine Hilfe, Fremder. Hm. Dankeschön. So, die beiden Jungs gehen. Und wir haben jede Menge Zeug. Achat, Zauribzungen, sure, die wir einsacken können. So. Wenn es nur Xaurips sind, dieser von Ebbe zurückgelassene See wimmelt nur so von Krabben und kleinen Fischen. Ja, das sind eben Tideseen. Xauripmeister. Oh, der klingt garstig, oder? Der klingt sogar so garstig, dass ich ihn verletzen muss. Und vielleicht sogar umschmeißen. Okay, das hat schon mal geklappt. Oh, der da verfolgt. Bei einem Magier. Alof.
Ich muss mir langsam mal gucken, dass ich die Namen hier einpräge. Edgar, Alof und Duvet. Oh, wir haben unsere Zauber-Enzyklopädie aufgebessert. So. Der Kampf war okay. So, was habt ihr dabei? Auch nur Zeug, was wir nachher verkaufen können. Ein Versteck. Seite aus Fulvanus reisen. Nach mehreren Tagen unterwegs scheint es so, als ob ich endlich die Zeit, gekommen ist, dass mein Reisebegleiter aus Neu-Heoma und ich getrennte Wege gehen. Wie schade, dass wir den Kompass nicht gemeinsam sehen können. Aber vielleicht wird er in Gerians Griff eine ebenso schöne Zeit verbringen. Ich habe ihm meine Handschuhe zur Aufbewahrung überlassen, da ich sie bei solch schönem Wetter kaum benötigen werde. Haben wir die Handschuhe nicht schon? Oh ne. Schnelles Reisen wollen wir nicht. Handschuhe? Ne, wir haben nur seine Stiefel. Ach ne, doch, da sind sie. Okay, den armen Kerl hat's also erwischt. Und das hier sieht nicht gut aus. Das sieht aus, als ob da entweder ein Zeremonienkreis ist oder das Xaurip-Lager. Ranga und ein Xaurip. Okay, die haben hier einen Laden. Das sieht man auch nicht alle Tage. Der Kompass scheint nicht groß zu sein. Im Eintopf strudeln Fischstücke und Seegrasklumpen, die aufgrund der Hitze hellgrün sind. Der Eintopf schmeckt angenehm salzig. Wir probieren einfach den Eintopf. Hallo du. Du stehst einer turmhohen Mauerfrau gegenüber. Ihre Haut hat die warm goldbraune Färbung eines ausgehenden Sonnenuntergangs. Nur an Hals und Händen finden sich fischweiße Flecken. Fischweiße Flecken. Ihr welliges rotbraunes Haar wurde in engen Zöpfen um einen Streifen nackter Haut geflochten, der Rundung ihres Kopfes folgt und fällt hier über ihre breiten Schultern hinab. Hello. Sie betrachtet dich ruhig und offensichtlich gar nicht überrascht, dich hier in ihrem Lager am Rand des Wassers zu finden. Bist du wegen Arzneien und Kunsthandwerk gekommen oder möchtest du mit mir am Feuer sitzen? Sie deutet auf den großen Kessel in der Nähe. Ah, das ist die Frau. Was macht der Xaurip denn da? Fragen wir erstmal. Wer Tana? Er hilft mir beim Sammeln von Zutaten, behält im Kessel ein Auge, so Sachen halt. Er hat mir hier ziemlich viel geholfen. Der Xaurip lässt ein rasselndes Schnalzen los und fletscht die Zähne, was deiner Ansicht nach ein freundliches Gesichtsausdruck bedeuten soll. Okay. Fragen wir erstmal, wer bist du? Ich heiße Ranga. Ich habe eine Zeit lang in Goldtal gelegt und dort als Heilerin und Hebamme gearbeitet. Vielleicht hast du diesen Ort ja schon mal besucht. Wenn ja, dann wirst du wohl verstehen, warum ich in den Süden gezogen bin. Oh ja. In jedem Fall ist es hier an der Küste, wo ich das Wasser hören kann, viel gemütlicher. Und von Zeit zu Zeit bekomme ich immer noch Besucher. Vielleicht kann ich dir ja etwas helfen. Was hast du zu verkaufen? Campingbedarf hätte sie einmal. Eintopf und das war's auch schon. Also nichts, was wir unbedingt brauchen könnten. Wir könnten was verkaufen, vielleicht bei ihr. Xaurip-Speere zum Beispiel. Xaurip-Meisterspeer. Oh. Eigenschaften präzise. Den behalten wir mal. Und ein paar Schilde können wir bei ihr vielleicht noch loswerden. So, handeln. Alles andere brauchen wir nicht wirklich. Strang der schwache Regenerator. Also sowas will ich mir eigentlich aufheben für Bosskämpfe und so. Blaskon. Geschwindigkeit sofort. Fokus bei Treffer für 600 Sekunden. Also für 10 Minuten. Wahrnehmung. Minus 2 Macht für 30 Sekunden nach 60 Erschöpfung. Also so eine Art Gebräu. Rieselschwamm. Ah ja, irgendein Meeresgetier. Okay. Was hast du uns zu sagen? Tana grinst breit. Okay. Hello. Jetzt, Rengar grüßt dich mit deinem Stuhlschnitt. Brauchst du etwas?
Afra hat mich hierher geschickt. Sie sagt, du wüsstest einen Weg, um sicherzugehen, dass ihr Kind keine Hohlgeburt wird. Ah, noch mehr von Fürst Rennerichs verängstigter Schar. Sie nickte langsam. Wie nett von dir, den ganzen Weg hierher zu kommen. Die arme Afra muss ja völlig neben sich stehen. Sicherlich hat sie dir etwas als Bezahlung mitgegeben. Egal wie viel, behalte es. Münzen kann ich nicht gebrauchen. Stattdessen muss etwas anderes für mich tun. Ragnar deutet ins Landesinnere. Im Nordosten gibt es einen Xaurib-Stamm, der von einem ihrer Priester angeführt wird. Vor langer Zeit haben sie Tanner ausgestoßen und ihre Speer liegen bis heute hier auf der Lauer, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Der Xaurib stößt mit herabhängendem Kopf ein rassendes Krächzen aus. Eines Tages werde ich Vorräte holen gehen müssen und meinen Gehilfen bei meiner Rückkehr erschlagen vorfinden. Wie soll ich da noch irgendjemandem helfen? Sie schüttelt den Kopf. Wenn du diese Plage für mich beseitigst, werde ich alles in meiner Macht stehende für Aufra tun. Und für dich wird auch etwas dabei sein. Kann ich nicht einfach ein paar Kupferpatt geben? Nein, in Ordnung, ich komme wieder. Gut, ich glaube, sie zu finden, wird dir nicht schwerfallen. Sie lächelt und zeigt ihre spitzen Zähne. Good day to you. Ist es vollbracht? Ich bin das endlose Gekrächze, das saure Bett nicht los? Krächz. Nein, Taya, das meine ich gar nicht. Noch nicht, ich komme wieder. Okay, es war nicht nur die Xaurib da oben. Also hat sie hier die Xaurib-Schädel als Warnung aufgestellt. Okay, gut zu wissen. Ja, mit ein paar Xaurib klarzukommen, das dürfte nicht schwer sein. Let's go! Let's go! Also die da kriegen wir schon mal mehr als gut platt. Was ist das hier für ein Ort? Ist das die Xaurib-Höhle? Höllenkoralle. Wenn das hier die Xaurib-Höhle ist, das ist ja aber verdächtig nah an ihrem Lager. Also ich denke, für ihren Schaman werden wir neue Karte entdeckt. Meereshöhle. Oh. Sporling und Feuchtspore. Seid ihr Jungs aggressiv? Ja, scheinbar. Take him down. That's not au. Und ihr seid gut darin. Au, ihr könnt auch meine Leute übernehmen. Okay, ich denke mal, bei denen brauche ich auch wieder mehr Taktik. Okay, du gehst erst einmal auf deine Fernkampfwaffe wieder. Mehr Taktik zum einen. Sure. Wow. Au. Ihre Sporen können einfach übernehmen, okay. How may I help? Du versuch mal die drei vor mir zu betäuben. Okay, das klappt sogar. Hey. Du haust den da um. Yes. Du versuchst einfach mal einen richtig kalt zu machen. Du beutest den da mal. Okay, einer ist schon mal dem Tode nah. Hey. Du machst das. Du nochmal auf den. Okay. Und gefallen. Die Großen mischen sich schon mal nicht mehr ein. Yes. Okay, nur noch ein kleiner. Ich hoffe, dann stehen die anderen wieder auf, wenn sich die Großen gerade nicht einmischen. So, gut. Ja, die stehen beide wieder auf. Sehr gut. Sporen, dann halt mal euch mal alle hoch. Und ich glaube, für die großen Jungs hier, für die Feuerspur, brauchen wir dann etwas mehr Wumms. Ja.